Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play vom Epic Game Minecraft Projekt. Letztes Mal waren wir gestorben, haben unsere Dia-Rüstung, Dia-Spitzhacke verloren wegen der Lava. Blöd gebaut. Zu viel Lava war dort um den Obsidian und ja, haben ein bisschen die Farm, also die Tiere gefüttert auf der Farm. Dieses Mal suchen wir Diamanten und gehen in den Stronghold. Zuerst gehen wir natürlich in den Stronghold, um da weiterzuschauen. Weil ich gerade keine Höhle zur Verfügung habe. Ich muss kurz schauen. Dort ist Kohle. Spawn. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich hin muss. Wo wir noch nicht waren. Ich denke hier runter. Und jetzt hier entlang. Oh, hier könnten wir eigentlich suchen gehen. Gehen wir hier. Ah, ich habe kein Essen mitgenommen. Ich bin blöd. Ah, ich habe noch nichts gedacht. Aha, du bist eine Quelle. Zum guten Glück haben wir gesagt, wir teleportieren die langen Wege. Ja, genau, kommt mal beide. Also machen wir hier einen neuen Höhle. Einfach Höhle. Wegpunkte Haus. Teleportieren. Ich muss mir kurz irgendwie Brot oder so machen. Ja. Aber nicht alles Weizen bitte verbrauchen. Genau, dieses zwei Weizen verbrauche ich nicht. So, und Kugelfisch will ich jetzt nicht essen. Das macht vielleicht Hunger. Ein gebratener Fisch möchte ich gerne essen. So. Gut, jetzt haben wir aber nur noch wenig Essen. Wir müssen mal mit dem Essen vorankommen. Die Äpfel, aber die geben nur zwei Herzen, glaube ich. Ja, toll. Die ist auch noch nicht fertig. Ja, da gehen wir einfach mal. Höhle hinzu teleportieren. Wo ist jetzt Use. Use. Ja. Also hier haben wir doch viel Lava. Hat es hier irgendwo Diamanten? Ganz viel Lava. Zum guten Glück brauchen wir Mana nicht für Maschinen zu. Lava meine ich. Was rede ich jetzt dafür? Zum guten Glück brauchen wir Lava nicht für Maschinen. Weil für manche Maschinen als Modpacks braucht man Lava. Da ist doch ein Weg. Ja, der geht nach oben. Toll. Ich brauche Diamanten. Ich brauche Diamanten. Ich brauche Diamanten. Hier geht's runter. Auf Ebene 15 sind wir. Geht die Höhle auch wieder runter, bitte? Nein. Sackgasse, shit. Wir wollen ein bisschen vorwärts kommen, damit wir schöne Häuser bauen können. Aber ich finde natürlich keine Diamanten. Hier geht's runter.
Ah, schön, ganz tief runter. Ist nur Lava. Oh, wir brauchen so viele Fackeln. Könnte ich gleich mal diese Kohle hier abbauen. Dann machen wir den Stronghold einfach später. Weil ich ja jetzt gerade hier eine große Höhle dank dem Stronghold gefunden habe. So. Ich will noch nämlich finden, ob es da ein Ding gibt. Ein Portal. Sackgasse, überall Sackgassen. Ah, hier. Was haben wir hier? Eine Blume, okay. Und ein kopfloser Zombie. Ja, genau. Kommt noch mehr. Genau, eine Invasion der Zombies. Also das haben sie ganz, ganz schlecht gemacht, dass irgendwie mehr Zombies kommen. Plötzlich spawnen überall Zombies, wenn man einen Zombie angreift. Das ist eher sinnlos, also ja, soll man sagen, ein bisschen komisch. Wieso sollten eigentlich Zombies mehr spawnen, wenn man sie angreift? Ja, dass sie riechen können, ist klar, aber... Niemals würde so viel Zombies spawnen. Okay, das ist wieder eine verzwickte Situation. Ich komme hier nicht hoch. Oh Gott. So, ist doch gut. Ah, Wasser nervt. Da gehe ich jetzt nicht hoch. Ja, immer zu zweit. Lass mich in Ruhe. Meine arme Rüstung. Und? Natürlich nicht. Wir brauchen Kohle. Sodele? Ja, das Eisen nehme ich auch mit. Für eine zweite Rüstung dann und so Sachen. Wie ist unsere Rüstung? Okay, die geht nicht so schnell kaputt. Das ist gut. Minecraft sollte machen, dass es durch Pfeile nicht so schnell kaputt geht. Weil Pfeile machen doch nicht in Eisen nicht so viel Schaden. Sie können schon lassen, dass man gleich viel Schaden bekommt, aber dass sie wenigstens nicht so schnell kaputt gehen. So. Okay, das lasse ich. Hier oben geht's noch weiter. So viel Eisen ist hier. Okay. Von hier sind wir gekommen. Nein. Wir sind vor dort hinten gekommen, oder? Schauen wir gleich mal. Ah, hier ist eine Sackgasse. Ein Geheimgang mit Eisen. Okay, hier geht's noch weiter. Das ist doch mal gut. Kommst du her? Essen. Ein Enderman. Ich muss runter, hallo, Höhle.
Nicht hoch. Runter. Okay, gehen wir mal runter hier. Weil es da schon Erde gibt. Wow, ist ja weit. Ist irgendwo Lava, gut. Da. Okay, das mit der Richtungangabe kann ich mich schon ein bisschen besser orientieren. Also wo die Lava ist, wenn man eine suchen muss. Hier haben wir überall Lava. Dann machen wir hier mal einen Wegpunkt für Lava. Ich kann da ein paar Sachen ausmachen, zum Beispiel Schweine, Kohle und ja. So, ich muss einen neuen Wegpunkt machen mit Lava. Aber nicht blau. Lava ist rot. So, ja, ein bisschen heller. So, genau. Jetzt teleportieren, Farm. Nein, Haus zuerst. So, dann mache ich mal dort einen Garten nämlich. Mal alles Ding raus. Ich muss da besser sortieren. So, alle hier rein. Das ist unser Essen. Schimmelkäse. So. Eisenerz gießen und Zuckerrohr mitnehmen, Weizen mitnehmen und so weiter. So. Kann man das umändern? Bearbeiten. Haus mache ich. Minenhaus. So. Und bei der Farm werde ich einen zweiten Wegpunkt machen für ein Haus. So. Also dann denke ich mal, hier unten werde ich einen Garten anlegen. Weil wir brauchen viel mehr Dinge. Und wenn wir so am Haus bauen sind, kann der Garten gerade wachsen und so weiter. Das ist doch mal prima. So, ich brauche einen unendlichen Brunnen irgendwo da oben. Da gibt es ja einen See. Mache ich mal einen unendlichen Brunnen. Nicht gerade in die Mitte, aber ja, hier oben. Mache ich ihn hier, kann ich nämlich dort einen Weg machen. So. Da kann ich nämlich hier einen Weg hindurch machen. So, und Regen geh bitte aus. So, einfach ein. Muss nicht schön sein, einfach ein Garten, der Zweck nutzig ist. So. Genau. Das ist eigentlich das Maximum an Effektivität.
für einen nicht automatischen Garten. So einen automatischen Garten kann ich dann in einer Welt machen. Aber nicht hier. So, mache ich hier eine Fackel hier und hier. Gut, habt ihr schon Hunger? Ich denke noch nicht. Doch. Gut, haben wir das zweites Ding. Jetzt muss ich das Zuckerrohr noch irgendwo anpflanzen, das kann ich schon mal hier anpflanzen. Und ein solch ein Feld mache ich wohin? Ja, ich kann dort hinten noch Zuckerrohr anpflanzen. So. Wir bräuchten mal ein Dorf oder so zum Karotten. Oder wir müssen Zombies töten. Dann gehen wir jetzt auf Erkundung. In diese Richtung ist das Haus. Dann gehen wir doch mal in diese Richtung. Und schauen. Suchen mal ein Dorf oder ein anderes Biom. Und suchen mehr Essen und so weiter. Hier ist ein Meer. Ja, ein Meer. Da können wir auch irgendwas bauen. Wenn wir viel Sand haben, können wir hier einen schönen Strand bauen. Dann werde ich hier mal auch einen Waypoint hinmachen. So. Ah, das ist ein See. Machen wir hier einen Strand. Mit Ding Strand, so ein Seestrand. Okay, ich brauche ein paar Tintenfische. Hier ist Lehm, gut. Aber nicht hier abbauen. Nein, Lehm brauche ich jetzt noch nicht. Gehen wir mal hier runter. Ding entdecken. Ich finde, der Lehm sollte hier so sein. Weil wir hier den Strand bauen. Gut. Gehen wir mal in diese Richtung. Ich wollte ja auch in eine Höhle, aber... Das kann warten, hier ist keine Höhle. Nur ein Höhleneingang. Flieder. Pfingstrose. Nehmen wir mit. Hier ist eine Schlucht. Eine kleine. Was haben wir denn hier? Ein Fluss, das ist ein Golf. Schauen wir nochmal auf die Karte. Es generiert sich hier nichts. Dort ist irgendwas. Gehen wir mal in diese Richtung. Das ist irgendwie ein Steinfeld oder so. Ja, wie kommen wir hier nach oben? Müssen wir ein bisschen bergsteigen. So. Gut. Easy. Und Regen, hörst du jetzt endlich auf? Muss ich dich ausstellen? Ah, diese Rosen möchte ich mitnehmen. So, das reicht. Noch diese zwei, drei. Wir pflücken hier Rosen.
Und hier drüben ist das Feld. Aber wo? Aha, das ist so eine Höhle. Gibt es hier viele Wege nach unten? Große, ja. Höhle. So. Und das machen wir. Dunkel. So. Kein anderes Biom. Wir haben wirklich ein gigantisches Waldbiom erwischt. Wahrscheinlich mehrere zusammen. Kein Essen, nichts, also wirklich keine Tiere. Langweilig. Die Musik heitert uns auch nicht ein bisschen auf. Ah, eine Schlucht. Dann rennen wir hier mal ein bisschen Schafe. Wir könnten ein Bett bauen und uns schlafen legen. Durch diese Schafe hier. Die können wir getrost töten, die sind weit weg. Ich brauche aber weiße Wolle. So. Also wenn es Nacht wird, können wir uns schlafen legen. Solange keine Monster in der Nähe sind. Wir können hier noch lange nach Süden gehen, eventuell. Oh, ein Skelett. So, nichts gedroppt. Jetzt noch mehr Pfingst, normale Rosen. Wo steht hin? Rosenstrauch, okay. Und der Regen hat aufgehört, sehr schön. Sehen wir jetzt, dass es neu ist? Nö. Okay, da können wir eine gigantische Stadt bauen hier unten. Schauen wir mal nach oben. Haben wir jetzt was Neues? Nö. Immer noch überall Wald. Wenigstens neue Blumen? Nö. Wie sollen wir jetzt an Essen kommen? Wenn wir nicht mal Tiere finden. Da ist ein Skelett. Okay, dann machen wir uns mal ein Bett. So, haben wir kurz ab. Weg. Sehr schön. Ah, hallo Zombies. Habt ihr mir ein Ding? Nö. Eine Kartoffel oder eine Karotte? Scheinbar nicht. Hier haben wir Strand. Dieser Berg dorthin. Einen großen Strand haben wir hier. Einen Wolf. Wenn wir uns teleportieren, können wir den Wolf mitnehmen? Nein, wollte nicht. Okay. Schauen wir uns mal diesen Strand an. Hat eine komische Form. Okay. Oh nein. Die sind böse. Die Hexen. Nicht slowen. Oh. Jetzt hast du mich geslowt. Nicht folgen, bitte. Ja, Strand. Beach, ja. Wieso heißt. Ah. Die heißen immer auf Englisch, stimmt. Okay, hier haben wir also auch
eine Möglichkeit, wisst ihr was, ich werde hier umbenennen auf See und hier nehme ich den Strand. So, gut. Dann gehen wir mal den Strand entlang und suchen uns Essen. Hier haben wir auch wieder Hexen. Ah, endlich mal etwas Größeres zu essen. Toll. Ah, ein Fleisch hat er noch gedruckt. So, das wir nicht aufgenommen haben. Wo sind die Creeper hier? Die sind wahrscheinlich in einer Höhle. Hier haben wir Gravel, einen Höhleneingang. Nichts hier. Noch mehr Blumen. Gibt es hier keine Tiere mehr? Ich habe nur zwei Fleisch bekommen. Okay, dann hören wir mal auf mit der Erkundung. Gehen wieder zurück, sonst wird es zu langweilig. Vielleicht haben wir dann mal ein bisschen mehr Glück in der zweiten Erkundungstour. Farm nicht bearbeiten. Teleportieren bitte. So, haben wir noch Ding? Nicht. Dann möchte ich kurz einen Ofen machen. Ah, nicht alles rauswerfen, bitte. Reinlegen, bitte. Und jetzt machen wir hier kurz das Ding hinten. Machen wir zwei Öfen. Kohle, rohes Rindfleisch. So, und tun hier schon mal eine Kiste mit den Sachen rein, die ich momentan nicht brauche. Gut. Also, wir müssen warten, bis dieses wächst. Dann bin ich überhaupt hier hingegangen, weil wir brauchen ja Essen. Ah, ich hätte Bohnenmehl herstellen können. Aber jetzt nicht mehr. Wie lange geht das, ey? Ich brauche doch ein bisschen Weizen. Die Kühe fahren. So. Nein, Weizen. Das hört sich schon mal gut an. Dort haben wir noch. Also zu einer Farm gehört ja auch, also ein bisschen weiter weg oder so, eine Mühle und eine Bäckerei, das werden wir machen. Wir werden so wie ein Schneidersitz für einen Jäger machen, ein bisschen größer natürlich.
Wir werden eine Fischerei hier hin tun am besten. Zum schönen kleinen See. Und werden alles mit Wegen verbinden. Am besten Gravelwege. Und ja. Häuser dann. Und da machen wir hier unten eine Stadt hin. Da haben wir richtig schön viel Platz. So. Und am Strand machen wir dann ein Urlaubsparadies. Genau. Okay, die Äpfel geben doch mehr. Aber zum Beispiel die Dinge geben wenig. Die Karotten. Okay, dann haben wir 4 Kühe. Dann können wir wieder 2 kleine machen und dann immer weiter so. Das ist gut. Und die Hühner legen hoffentlich bald mal Eier. Die Hühner können wir dann besser vermehren. Wir haben keine Ding mehr. Komm. Wo haben wir noch Weizen, also den Gräser? Da könnte ich für die ein paar Körner. Ding. Ein paar Körner sammeln und geben dann. Oh, hier runter könnten wir mal gehen. So, das sind genug. Auch zum Anpflanzen. So, jetzt. Also Hühner, noch nicht in die Hand nehmen, sonst kommen sie raus. Die Hühner, kommt mal. So. Prima. Nein, nicht reintun. Anpflanzen, bitte. So, komm, mach West mal, bitte. Dann werde ich hier oben mal das Bauernhaus anfangen. Hier haben wir auch einen großen See. Ah, da könnten wir das Fischerhaus irgendwie da vorne machen, genau. Stimmt. Wir müssen einfach hier ein bisschen mehr Erde hin tun. Oder wollen wir machen das runter weg, genau. So, wir machen die oberste Schicht weg. Dann haben wir eigentlich eine große Schicht. Also eine gerade Ebene. So, ich muss mal schlafen gehen. Und wer ist hier langsam? Ich hoffe es jetzt. Kurz anpflanzen dieses. So. Und jetzt wieder nach oben.
weiter abtragen. Was könnte man auf einem Berg machen? Ein Spähturm. Und was noch? Einen Aussichtsturm für Besucher. Ja, das könnten wir machen. Du gehst weg, bitte. So, die Beken auch, die sind so halb abgespackt, abgeschnitten. So. Da müssen wir hier. Ja, wir machen es direkt mit Karten der Blöcke. Wir müssen dann einfach immer wieder Holz fällen, aber schon gut. So. So, das restliche aus den Birkenhölzern. Das Dach begriffen wir jetzt noch nicht. Was ich machen könnte, ist eine Doppeltür. Und ein paar Treppen. Ja, machen wir gleich so. Das geht nicht. Eine Luke. Kann man nicht Half Steps herstellen? Nö. Da muss man irgendwie ein Zauntor des Zimmermanns. Nein, so reicht es. Dann machen wir mal den Boden des Hauses. Also zuerst die Wand, dann der Boden. Also, wie haben wir das denn so? Ich bräuchte noch ein bisschen. Also hier machen wir den Ding rauf. Den Weg machen wir hier rauf. So. Dann machen wir hier auf der Seite. Also können wir eigentlich hier beginnen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Machen wir 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Machen wir ein rundes, ein viereckiges Haus. Wir könnten da noch anbauen. So, genau. Dann machen wir hier mal die Treppen hin. Ich denke mal, wir beginnen. Ja, wo sollen wir den Eingang machen? Wenn wir den hier in der Mitte machen, dann ist das Feld im Weg. Oder wir könnten hier so ringsum und dann hier so hoch. Genau.
Dann machen wir 14 ist 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir hier schon mal ein. Dann, ja, das Blöde ist jetzt, es ist nicht genau in der Mitte. Wir könnten hier 16 machen. Wenn wir hier weiter nach hinten machen, könnten wir 16 machen, dann ist 8 in der Mitte. Dann können wir hier nämlich nochmal einen machen. So. Genau, dann ist das in der Mitte. Dann machen wir das mal hier mit Erde so hin. Bauen hier ein bisschen Holz, also die Bäume ab, die sind hier im Weg. So, der ja, das geht. Das ist falsch. 14, 15, 16. Ah, natürlich ist was falsch. So. Und hier weiter. Und die weg. Ah, die können wir lassen, weil da der Boden hinkommt. Und hier. So, dann können wir hier gleich mal. Die Wand hinmachen. Nochmals kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gut. So. Da machen wir schön helles Holz aus den Birken. Können wir das hier hin tun? So. Und schauen mal, wie man es ändern kann mit dem Schraubenzieher, sage ich jetzt mal. So, dann hier die Türen hin. Genau, und die kann man nämlich jetzt so direkt öffnen. So, und hier mache ich dann den Gräbel hin. So, 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 so. Die Samen anpflanzen, die Birken müssen wir nicht anpflanzen. Wir haben noch genug in der Umgebung, gut. Ja, und jetzt die Eier einsammeln. Gut, dass ihr jetzt mal ein paar legt. Prima. Ja, jetzt heißt es wieder warten. Jetzt wird es wahrscheinlich auch bald Nacht wieder. Ja. Birkenholz. Dann gehen wir noch kurz das Ding holen. Die Werkzeuge. Ja, ich will immer so teleportieren wegen dem Server.
So, genau hier können wir mal Werkzeuge mitnehmen. Was ist das? Meißel. Ah, Meißel. Ja. Da muss ich zuerst natürlich drauf kommen. Eine Angel werden wir mal benutzen. Diese Angel brauche ich jetzt mal nicht. Die ist mir zu schade. Sand können wir mitnehmen. Tintenbeutel. Eisen. Und hier könnte ich mal die Diamanten, Golderz, Obsidian mitnehmen. Eine Truhe. Diese. Ein Knochen. Und die. Das Eisen kann ich mitnehmen. Kohle. So, und dann hütest du für uns das. Für unser Haus. Passt ein bisschen auf und ich nehme noch etwas Zuckerrohr mit. So, jetzt Wegpunkte, Farm, teleportieren und gleich schlafen. Und da oben hockt ein Zombie. So, jetzt mal die Truhe platzieren. So. Und hier mal den gröbsten Müll reintun. Dann können wir nämlich Knochen benutzen. Ja, das reicht. Mal die niedrigsten hoch pushen. So. Yay, endlich ist es soweit. Wir können hier schon mal genau. Haben wir das erste Weizen und jetzt gehen wir die Hühner füttern, wenn das geht schon. Und hier drüben die Kühe füttern. Wir spezialisieren uns jetzt mal auf die Kühe. Haben noch 3 übrig, können noch 2 Schafe. So. Weil wir brauchen ja Kuhfleisch und Leder. So, dann können wir mal ja, machen wir das, wenn wir das erste Stockwerk machen. Das mit den anderen Welten. So, machen wir mal eine helle Tür. Und hier alle Blöcke, die wir schon... Oh. Da kann man sogar etwas drauf tun. Cool. Außen muss ich schauen, vielleicht finden wir ja dunkles Holz, also Schwarzeichen. Aber ich denke, wir müssen schon etwas Helles nehmen. Normales Holz, also Eichenholz. Oder sonst irgendwas. Oder wir... Ich mache jetzt schon das mit dem Ding. Ich muss dann einfach warten auf die Fäden. Aber ich kann jetzt schon mal bisschen Glas machen und währenddessen angeln wir hier hinten. Genau. Oh, wir müssen den Part langsam beenden. Ich sollte nicht allzu lange Videos hochladen. Dann werden wir gleich das nächste Mal anfangen, ein bisschen zu angeln. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss.